Mein Bizeps zittert heftig, mir krampft der Bauch. Die Halsschlagader dicker als ein Gartenschlauch. Mein Nacken ist am Schwitzen und hart wie Beton. Doch ich sag mir, no pain, no gain, shut up and stay strong. Die anderen Kursteilnehmer mussten längst kapitulieren. Einfach peinlich, wie sie vor sich hin vegetieren. Ein Opa neben mir schlummert tiefenentspannt. Solche Penner fahren unser schönes Land an die Wand. Ich bin der Beste im Yogakurs. Einfach der Beste im Yogakurs. Ich mach den Hund, meine Glieder sind wund. Doch das hat alles seinen Grund. Vor kurzem ging's mir dreckig, mein Ehrgeiz war passé. Burnout-Diagnose auf netdoktor.de. 24/7, dazu noch Überstunden. Im Arsch meines Chefs, meine Kräfte waren verschwunden. Doch jetzt hab ich wieder Drive durch meinen Ausgleich. Sport, ich übe zweimal täglich Power-Yoga. Wie verbohrt, während all die Loser ihre Handgelenke schonen, bleib ich in der Krähe. Leistung muss sich wieder lohnen. Ich bin der Beste im Yogakurs. Jawohl, der Geilste im Yogakurs. Den Krieger und die Sphinx mach ich mit links. Ich saufe nur noch Grüntee mit Eiweiß, das bringt's. Om. Om. Entspannt euch mit mir. Om. Om. Auch jetzt keinen Schlaf mehr, man hat's für gut befunden. Mein Chef gibt mir jetzt endlich mehr Überstunden. Herzinfarkt mit 40 ist doch Usus bei einer Bank. Mein Rückgrat ist flexibel, dem Yoga sei Dank. Die Schlussmeditation, die schenke ich mir. Achtsamkeit ist mehr was für die Opfer hier. Dieses Nichtstun, nichts was mir gefällt. Ich fahr nochmal ins Office, Stichwort Zeit ist Geld. Aus meinem Mund quillt schon der Schaum. Ich bin der Beste, ihr seid Gestrüpp, ich bin der Baum. Ich spüre tief in mir, dass ich überlegen bin. Wer weiß, vielleicht knall ich noch die Yoga-Lehrerin. Ich gehe tiefer in die Dehnung, ja, ich dehne mich nach oben. Ja, ich dehne mich, ich dehne mich, ich dehne mich, ich dehne mich. Au! Ich bin der Beste im Yoga-Kurs. Willst du siegen, musst du dich verbiegen. Hat mir das Yoga beigebracht. Und auch wenn der Rücken kracht, mach ich weiter ganz beherzt. Wenn es blutet, sticht und schmerzt, kneif ich meinen Arsch zusammen. Denn beim Yoga kann ich wunderbar entspannen.